Dieser dreckige Jude. Das wird jetzt wieder aus dem Kontext genommen. Podcast-Ausgabe, aber das habe ich mir eigentlich schon mal vorgenommen, das noch zu machen. Hast du jetzt Hörpodcast? Nee, warte mal, das war dumm. Podcast zum Hören, erstmalig. Ich meinte, dass er quasi die Kommentare vorliest. Ach so, nee. Noch nicht. Ist egal, weil die Kommentare bei diesem Podcast hier heute werden noch so viel besser. Auf jeden Fall. Ja, da wird auf jeden Fall wieder Mats Mutzke sich richtig Mühe geben. Max Mutzke, der Musiker. Ja, war klar, dass du das wieder ernst nimmst, während ich einfach nur Max Muster meine, der mal kommentiert. Besonders degeneriert, um diesen Reim hier zu vollenden. Ich dachte, irgendwas gab's mit Max Mutzke diese Woche, dass er irgendwie ein Comeback hatte und so. Seit 30 Jahren gab's mit dem nichts Relevantes, glaube ich. Ich weiß nicht mal mehr, wie der aussieht. Das ist so eine Monobraue. Das war sein Markenzeichen. Und ist beim ESC angetreten. War auch sehr erfolgreich. Ach, na klar, wieder ESC. Da hast du es wieder geschafft, den ESC hier als Thema einzubringen. Ja, wenn ähnlich wie die anderen drei Buchstaben mir nicht erwähnen darf. BSW. Da werden wir vielleicht auch mal ganz kurz heute drauf zu sprechen kommen. Da gab es so ein halbwegs kontroverses Interview. Ein Mehrfachgespräch, wie sagt man? Ein Zwiegespräch? Trigespräch? Talkshow. Okay, alles danach ist dann Talkshow. Genau. Nee, wie ist es? Ein Quadrispräch? Quintgespräch. Ein Vierer. Quintgespräch. Sagt man das dann? Können wir einführen heute, ein Quintgespräch. Naja, vielleicht ist das ja die korrekte Bezeichnung. Genau, Quintgespräch. Naja. Glaube ich nicht, aber das... Warte mal, was habe ich gesagt? Zwiegespräch. Aber Zwie ist ja eigentlich wiederum was anderes als Duo. Weißt du, man sagt ja Dialog zum Beispiel bei Zweien. Genau. Aber auch Zwiegespräch. Ja, Dialog, aber nein, Tri ist nicht. Ja dann wieder. Das stimmt nicht. Dialog kommt, glaube ich, eher davon, dass es halt kein Monolog ist. Monolog ist ja, wenn nur von einer Seite aus Infos kommen. Und Dialog ist immer, wenn quasi ein Hin und Her ist. Das heißt, ich kann auch einen Dialog führen mit unseren Hörern zum Beispiel. Aha, guck mal, griechisch. Dia bedeutet durch, mittels. Genau, ich kann... Na gut. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier eine Fragerunde hätten, wir würden das einen Live-Podcast machen und würden sagen, hier eine Fragerunde, dann wäre es auch ein Dialog. Weil wir quasi bei zwei Seiten kommunizieren miteinander. Zwiegespräch mit 5 Leuten. Ich dachte 4. Naja, ist egal. Ach fuck, jetzt ist es weg. werden wir hinterher, also hier werden wir auf jeden Fall noch ganz schwierige Fragen stellen. Ja. An die deutsche Sprache. Aber vor allem werden wir die vergangene Woche Revue passieren lassen, sie einordnen, sie bewerten, was wir letzte Woche irgendwie verpasst haben. Das soll uns nicht nochmal passieren. Und euch in freudiger Verfassung auffangen, ob der schlechten Geschehnisse in der Welt, die man nur mit Humor auf die leichte Schulter nehmen kann. Oder auch die guten News, die wir quasi schlecht reden können. Genau, die guten. Wer ist denn jetzt schon wieder... Guck mal, wollen wir mal sagen, statt irgendwie, wer gestorben ist, einfach mal drüber reden, wer geboren ist. Wurde? Ja, der zukünftige Nobelpreisträger Miroslav Müller ist heute geboren worden in Heilbronn. Findet er den Fußball mit Müllermilch drin? Ja, genau, und der ist aber eckig. Er wird quasi den eckigen Fußballer finden und wird damit Fußballgeschichte schreiben. Müllermilch ist doch dieses Ding, oder? Ist das nicht auch so ein Fußballding? Nutella, Milchschnitte, Müllermilch. Damit wirst du zum Sportler. Aber ich glaube, Müllermilch wahrscheinlich hauptsächlich wegen dem Müllermann. Damit kriegst du halt Muskeln und wirst schneller. Und der Müllermann ist übrigens immer direkt in den Themen. Der ist rausgegangen jetzt endlich mal mit 38. Der Thomas. Aber ist nicht Ronaldo auch übelst alt? Das weiß ich. Mir scheißegal. Ich dachte, man ist so mit 20 Ja, aber wenn, du, zu wenn alt du deliverst, Fußball. Dann deliverst du halt, ne? Ja, ob das im Sport immer so zählt, weiß ich nicht. Es geht auch manchmal sehr schnell. Jedenfalls, neben mir sitzt die YouTube-Legende Robs. Und hier haben wir den Popstar, die lebende Popstar-Legende Tops. Genau, so ist es. Pops of the Tops finde ich auch sehr gut. Ja. Und ein saftiges Aloha von der Datenautobahn, liebe Leute, wir begrüßen euch und verwöhnen euch auf jeden Fall mit richtig degenerierten Themen. Online-Themen. Da gibt es schon wieder richtigen Beef. Der nächste, da wirtschaftet sich jemand herab zum nächsten Drachenlord, würde ich sagen. Herab oder herauf? Herab. Ah ja.
Ja, Falling from Grace, wobei Grace in ganz großen Anführungszeichen ist. Dann ein großer Krimi natürlich weiter in Amerika und ich habe eine Umfrage gemacht auf Spotify. Da kann man ja so Umfragen anhängen. Bei Spotify, echt? Ja. Musst du mal gucken, wenn man unter einem Podcast da irgendwo, ich weiß auch nicht, ich kenne das als Plattform gar nicht so sehr, weil ich das nicht nutze. Ja. Aber irgendwo müssen dann so Umfragen und Feedback-Bereiche sein unter der Folge. Das ist spannend. Und da haben irgendwie 66% gesagt, ja, Amerika ist okay. Und 33% haben gesagt, eher weniger. Und da sage ich jetzt mal ganz klar, wir bleiben so, wie es ist. Alles bleibt so, wie es ist. Es hat ja nichts verändert. Ja. Ja, jetzt 100 5-Sterne-Bewertung bei Spotify. Ja, da wurde vorher auf jeden Fall richtig einer reingeolaft und dann hat einer eine 4,9 draus gemacht, aber man kann das jederzeit ändern. Da war wieder ein geistiger Brandstifter am Werk. Ach, du kannst auch schlechte Bewertungen rausnehmen einfach? Nee, du kannst halt bewerten, 4,9 und dann später sagen, ah nee, ich find's doch gut, 5,0. Ach so, na so, gut. Aber wahrscheinlich war es halt eine 1-Sterne-Bewertung, die das dann runtergezogen hat. Ja. Aber jetzt haben wir glatt 5 Sterne bei 100 Bewertungen auf Spotify. Das ist ja ganz schön, du. Das können wir eigentlich aufhören. Alles erreicht. Ja? Also wenn wir jetzt mal gucken, ja, was hörst du immer, dein Fick und Flauschig oder so? Fest und Flauschig? Jetzt suche ich die App auf meinem Handy, die ist da gar nicht. Nee, aber ich kann ja gucken. Ja, guck mal, was die haben. Die haben sicher keine 5-0. Ja. Die werden ja auch von Millionen Leuten gehört. Na und? Wenn wir von Millionen Leuten gehört. Die haben 4,8 von... Das ist ja nichts. Von 135.000 Bewertungen. Ja, peinlich. Ja, stimmt. Unangenehm. Ja, wir sind besser als Fest und Flauschig, kann man sagen. Ist wirklich so. Das ist objektiv belegt jetzt. Ja, muss man so sagen, das stimmt. Ja. Vielen Dank fürs Hören, liebe Leute, und hört gern weiter. Und vielen Dank fürs Bewerten. Jetzt aber mal rein in die Themen. Wir haben jetzt Thomas Müller schon angesprochen, der ausgestiegen ist. Wer auch ausgestiegen ist, ist die Frau von Mois. Wer ist das? Ja, hab ich ja gesagt, die Frau von Mois. Also Mois, ich sag mal so, Mäuschen oder was? Ich sag mal so, ich habe da gerade ein richtig gutes Wortspiel vorbereitet. Mhm. Aber das löse ich erst auf, wenn du sagst, warum hat die den verlassen? Na, Mois ist wahrscheinlich ein Fußballer, der parallel immer live streamt, hat so einen Helm auf und streamt seine Fußball-Action live und seine Frau hat ihn verlassen, weil seine Mannschaft bei der EM ausgeschieden ist. Ja, exakt so ist es nämlich nicht und ich kannte vorher auch nicht, wer das ist und so richtig greifen kann ich es immer noch nicht. Ich glaube, also ich habe den Namen ganz oft gehört, ja, aber da das überhaupt nicht meine Bubble ist, habe ich mich damit nie beschäftigt. Das ist so... Ich glaube nicht, dass er mit Rap berühmt geworden ist, aber der rappt auch und macht Lieder, aber macht halt auch viel Stunk mit Leuten, also typischer Kack-Beef und are you not entertained? Ja, wir wollen, wie sich Leute gegenseitig beefen, das ist so entertaining, wenn Leute sich beefen. Ich glaube, davon hat er hart profitiert und da gab es jetzt ein ganz großes Coming-out von seiner Ex-Frau. Man muss dazu sagen, die sind beide, glaube ich, also er ist auf jeden Fall ursprünglich Österreicher, aber ist halt in diesem ganzen, wie sage ich das jetzt, nicht religionsfeindlich. Er ist Muslime. Ja. Punkt. Also, nee, pass auf, folgendes. Also erstens, jetzt kommt mein Wortspiel, sie hat unter anderem unter mäuslicher Gewalt gelitten. Ja. Ja. So, und... nicht witzig. Ja, für sie nicht, aber das Wortspiel, wenn sie das hören würde, du, da würde sie mir applaudieren. Ja. Sie hat 1 Stunde 40 Statement gemacht in 10 Instagram-Videos, wie hart sie gelitten hat. Und jetzt kommt der Punkt, warum ich da so gedruckst habe, weil fast alles entspricht so ein bisschen dem Klischee, was man hat, wenn man sich jetzt so eine harte islamistische Familie vorstellt. Mhm. So, ne, dass sie behandelt wird wie ein Sklave und er hat das Sagen und sie kriegt aufs Maul, wenn sie sich nicht beträgt und also sie darf nicht zum Arzt. Also das ist in Deutschland vor 100 Jahren nicht auch so gewesen. Ja, aber... In den 60er Jahren sogar vielleicht noch. 50er. Ja, also da kommt noch dazu, dass die Eltern halt so Anrecht haben wollten. Also mit das Härteste ist, dass... Also die Mutter von Mois hat da mit gewohnt in diesem Gebäude, aber nicht in der gleichen Wohnung, irgendwie gegenüber. Hm. Und die hat reingeheiratet in diesen Mois rein, ja, und hat dann hinterher, was ist denn jetzt? Das ist aber nicht Mois. Jovenel Moise. Ehemaliger Präsident von Haiti, das ist nicht. Der ist es nicht. Nein, ohne E hinten dran. Mois, okay, erzähl weiter. So, und dann hat sie am ersten Tag der Ehe,
erfahren, dass Mois eigentlich schon ein Kind hatte oder hat und auch eine Ehe schon vorher. Mhm. Und das Kind lebt aber gerade als seine Schwester und das weiß nicht, dass er der Vater ist. Mhm. Weil die Mutter vermeintlich das Gleiche mit der ersten Frau gemacht hat, wie sie dann mit ihr gemacht hat. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt, Anissa oder so, glaube ich, die das 140-Minuten-Statement da gemacht hat. Eine Stunde 40, kann ich denken. Ist zu komplex, Alter. Ich will mich damit gar nicht... Ich bin viel zu tief drin eigentlich, ja. Damit, dass ich diesen Typ gar nicht kannte. Aber ich komme gleich dazu. Wie damals dieses Stakegate, was auch so komplex war. Ja, auch. Aber es gibt einen Punkt, wo ich dann plötzlich innen war, weil ich das so lustig fand. Wie bei Annie the Duck, als sie dieses kratzige Poloch erwähnt hat. Ja? Ah, ja. Das Zerscheuerte von ihrer Katze. Da gibt es so einen Moment, da klingt es bei mir, Alter. Da bin ich voll drin. So, und auf jeden Fall hat die Mutter bei der ersten Frau vermeintlich das gleiche gemacht wie jetzt bei ihr, nämlich wenn du dein erstes Kind kriegst, das musst du an mich abtreten, so. Ah, was die Mutter von Mois quasi ihren Enkel als eigenes Kind großziehen will und halt auch noch ganz andere so psychopathische Sachen wie du musst immer morgens um 9 bei mir klopfen, dich einloggen sozusagen, dass du wach bist und so und dann kannst du wieder gehen. Auch wenn alle anderen bis 12 schlafen. Ja, und wenn die nicht auch ausschlafen will, dann wird die immer geweckt jeden Morgen von der Frau. Ja, richtig. Ist die dumm oder was? Ja. Spoiler, ja, ist sie. Also die Mutter. Aber noch ganz andere Sachen. Der Vater auch so gewalttätig und von wegen, dass der irgendwie im Krieg Leute umgebracht hat und ne, ganz, musst du aufpassen, wenn du dir Scheiße baust, ich kenne die richtigen Leute und solche Sachen. So dieses, ein bisschen Klischee, sag ich mal. So dieses, wir haben unseren eigenen Gerechtigkeitskosmos, ja, über deutsche Gerichte hinweg oder österreichische oder was auch immer, die sind ein bisschen rumgezogen, waren auch in der Schweiz, die sind tausendmal umgezogen, weil die auch verfolgt wurden von anderen, mit denen Mois dann Beef hatte. Ja, keine Ahnung, ich will es gar nicht so lang machen. Auf jeden Fall krasses Statement so, hat auch übelst viele Likes bekommen, alle stehen so voll hinter ihr. Dann hat er angefangen, so richtig in den Wahnsinn abzudriften. Also, das ist eine Chronik des Verfalls, sein Instagram. Er spricht ganz viel Englisch, so random, aber schlechtes Englisch. Und sagt natürlich immer, er ist der Geilste und er hat nichts falsch gemacht. Und so einer der geilsten Sätze, die er gesagt hat, ja, ich habe sie geschlagen, also er hat es zugegeben, aber die soll froh sein, dass ich sie nicht umgebracht habe, weil ich mich so gut beherrschen kann. Hat er recht, ja. Und ich baue dir jetzt mal eine Brücke, ja, damit du auch relaten kannst, weil ursprünglich ist er nämlich sauer auf sie, weil sie vermeintlich was mit San Diego hatte, wer ja SpongeBob ist. Dem Rapper. SpongeBob? Ja. Ah, so. Den kenne ich. Die streiten das beide ab, da ist nie was gewesen, aber... Jetzt müssen wir doch mal den Mois verstehen, dass er der Alpha-Mann ist, der es schafft, sich da zusammenzureißen und sie nicht zu töten, weil sie vermeintlich was mit San Diego hatte und ihn betrogen hat. Ja, das ist wirklich ehrenvoll. So, und jetzt kommt der Punkt, wo ich dann drin war, ja, wo ich das dann nachgeholt habe quasi. Und zwar hat er dann noch ein Statement machen wollen, hat dafür einen Jalous rangeholt, der auch irgendwie 500.000 Abonnenten auf Instagram hat und scheinbar noch minderjährig ist. Da sagt auf jeden Fall irgendwas gehyptes Kind im Internet oder irgendwie sowas, sagt seine Seite. Egal, so alt wird er nicht sein. Den hat er quasi nur dazu geholt für Reichweite, das merkst du voll, für sein letztes Statement. So, und er setzt sich daneben den, so ein Uncut-Video, und kriegt so ein Mikrofon in die Hand und sagt so, ey, mach mal jetzt Interview mit mir, ja? Also dieser Jalous soll Interview machen. So, und er fängt so an, ja, also ich habe das ja mitgekriegt die letzten Tage, das dauert keine 20 Sekunden, und da rastet der Mois aus, Alter, und sagt halt unter anderem dieses mit, ich soll froh sein, dass ich die nicht umgebracht habe. Und dann dieser Jalous, also innerhalb von einer Minute siehst du einfach in den Augen, wie sein ganzes Leben an ihm vorbeizieht und wie er es komplett bereut, da zu sitzen und komplett überfordert ist. Und dann will er immer wieder so einlenken mit, ja, also der sagt jetzt zwar Frauengewalt, und aber also Gewalt gegen Frauen finde ich jetzt erstmal nicht gut. Ich will jetzt mal was sagen. Oh, und dann brüllt der andere gleich da rein, Alter. Der geht halt immer aus dem Raum raus, geht wieder rein und brüllt dann jedes Mal, wenn der irgendwas sagen will, der eigentliche Interviewer, wird er unterbrochen. Dann sagt er übrigens auch sowas wie dreckiger Jude, der Mois, weil SpongeBob San Diego, der scheint jüdisch zu sein. Ja, das ist ein ganz großes Problem, was auch wieder in dieses Klischee, sag ich mal, reinspielt. Ja, ja, leider, ja. Dieser dreckige Jude. Das wird jetzt wieder aus dem Kontext genommen. Oh, shit. Ja.
So, und so geht das dann hin und her. Im Endeffekt hat der Interviewtyp nichts gesagt. Ja, ja. Also so, weiß ich nicht, 5 Sätze und die auch immer wiederholt. Und ist dafür, jetzt kommt 7 Stunden mit dem Auto gefahren zu diesem Interview. Ja, hat dann da noch einen USB-Stick bekommen, wo irgendwelche Sexvideos scheinbar drauf sind, ja, wo man sieht, dass er sie als nicht Verlobung schlägt beim Sex oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also gerade beim Sex wäre es ja in Ordnung gewesen, sie zu schlagen, wenn sie das möchte, ja. Ich weiß es nicht. Ganz komisch, das hat er dann, als er ein Video gemacht hat, den USB-Stick zerstört. Wobei ich mir auch sage, er ist abends bei dem Interview, beim Zerstörvideo ist es hell, das heißt, er hatte den ganzen Abend, Nacht Zeit, damit irgendwie sich anzugucken, vielleicht auch. Sich einzufriemeln, genau. Oder die Daten zu sichern oder was auch immer. Und dann hat er angeblich am nächsten Tag direkt von der Polizei vor der Tür Besuch bekommen. Die haben gesagt, wir wollen den USB-Stick. Also ganz, ganz wirr und wild. Und jetzt haben die aber ein Falling Out deswegen, weil er quasi jetzt sich für Frauenrechte stark macht. So, vor Ort sitzt er halt so und sagt so, ey, ihr müsst das verstehen, ey, erstmal Gewalt gegen Frauen echt nicht so gut, aber ihr müsst euch mal verstehen, was gerade in Mois abgeht, ja. Also er hat das schon so ein bisschen rechtfertigen wollen. Ja, ja. Und jetzt hinterher so, ey, ja, Frauen, und repostet dann so Sachen jetzt, so eine Frauenrechtsseite und bla. Also, alles ganz, ganz wild. Ich bin da jetzt ein bisschen raus, weil das geht noch weiter, aber also ich kann nur so ein gewisses Limit an degenerierten Instagram-Videos mehr angucken. Ja, das reicht ja auch. Also es ist wirklich, wenn du da einmal reinguckst, das ist nur Scheiße und nur Rumbrüllen und nur, ich bin der Geilste. Das ist halt auch so ein typischer Pumpernickel, ne? Der sich schön die Brust aufgebaut hat und die dann immer zeigen muss. Ja, guck mal hier. Aber ist denn der Interviewer wenigstens auch bezahlt worden? Das war das so eine... Nein. Hat ihn engagiert. Der ist in Reichweite. Gab's echt nur einen USB-Stick als Bezahlung? Ja. Guck mal. Ja, also für ein Sextape von Harry Styles würde ich auch 7 Stunden fahren, aber... Ich glaube, sein Account ist tatsächlich gelöscht worden, wenn es jetzt hier so ein Backup-Account ist. Weiß ich nicht das genau. Okay, das ist Mois. Ja, also sind wir uns ja einig, ist nicht cool. Ja, Gewalt gegen Frauen ist irgendwie nicht so nett. Und generell, believe all women und so Sachen, die man so sagen kann, so Plattitüden jetzt mal. Ihr Account wurde auf jeden Fall auch versucht zu hacken und so, bla, aber den gibt's noch. Guck mal, was haben wir denn jetzt hier? Also... Das allererste Statement von ihr hat 150.000 Likes. Ne? Das sind halt 10 Teile. Und trägt sie eine Maske in den Videos? Weil sie halt nicht so sich zeigen möchte. Ach so, okay. Ist auch in den Videos eher nicht. Und er liegt sie halt auch ständig irgendwelche Fotos. Also sie trägt eine medizinische Maske, die wir noch aus der Corona-Zeit kennen. Ja, die ist nämlich so schlafscharf. Ah ja. Ja. Genau. Oh, nee, sie sieht auch alles vorher, wenn sie Fotos gemacht hat, hat sie immer so ihr Gesicht irgendwie so leicht verdeckt. Ich meine, ist jetzt nicht so hundertprozentig erfolgreich, sag ich mal, wenn man sich eine Hand vor die Nase hält, aber genau. Ja, es kann schon ausreichen, ja. Ja, das war auf jeden Fall das. Hui, habe ich mich in Wallung geredet. Aber also wie gesagt, dieses eine Video mit dem Typen, der das sein Leben an sich vorbeiziehen sieht. Also du musst diese Augen, Alter. Ja, aber das gibt's eben auch, solche fundamentalistischen Muslime, ne, die dann wirklich Frauen ganz klein halten wollen und denken halt wirklich, Männer sind die das starke Geschlecht und müssen ihre Ehre verteidigen. Und es ist okay, die Frau zu schlagen, wenn sie fremdgegangen ist. Das gibt's halt, ne. Klar, ja. Klischees gibt's auch. Ja, hier sieht man dieses Bild. Man kriegt's ja nicht ganz, aber also eine Mois, der so typisch mit dem Finger auf den Tisch haut und er da große Augen daneben, was habe ich mir hier eingebrockt? Und dann mit diesem kleinen Drecksmikrofon, ich hasse das ja, diese winzigen... Ich kenne die halt beide nicht, ne? Ja, ist ja auch egal, ich kenne die auch nicht, mache mich nur drüber lustig. Ja. Diese kleinen Drecksmikrofone mit dem Büschel oben dran und der hält das so in Daumen und Zeigefinger und will eigentlich eine Frage stellen, aber wird nur angeschrien. Der wird 7 Stunden gefahren, um angeschrien zu werden. 14 Stunden, da muss er auch zurückfahren, das ist großartig. Hätte auch Günther Jauch irgendwie einladen können als Interviewer oder so. Ja. Oder Markus Lanz. Ja, wo wir gerade übrigens von Sachen reden, die passiert sind, und Nekrolog hatte ich ja auch angesprochen. Ja? Ja. Wir haben im Hörerwunsch ja über Shelley Duvall geredet, die Schauspielerin von The Shining. Und die ist an dem Tag oder so gestorben, die ist, ne? Bei der Aufnahme verstorben. Also plus minus eine Stunde kommt das halt echt hin. Ja. Es ist halt wirklich, während wir von ihr gesprochen haben, hat sie leider unseren Planeten verlassen, ist jetzt an einem besseren Ort. Ja? Also wenn ihr den letzten Hörerwunsch nicht gehört habt, da geht es um unnütze Fakten. Ein großer Spaß war das. Wir haben sogar überzogen, weil das so toll war. Ja, ja. Und die Schauspielerin, über die wir viel geredet haben, die viel gelitten hat am Set von The Shining, die aber auch zum Beispiel die Frau von Popeye da gespielt hat, unter anderem,
Die ist jetzt tot mit 75 Jahren verstorben. Aber nicht nur sie ist gestorben, sondern auch der Schauspieler aus der Alf-Serie, nämlich Benji Gregory. Oh, endlich, endlich. Nee. Weißt du, wie mir Trollhunter immer auf den Sack geht mit seinem scheiß Alf? Ja, aber Alf, also an sich, Alf lebt noch, aber das Kind, das wäre eine Kinder aus der Serie. Das Kind, wenn Kinder sterben, finde ich immer gut. Also Benji Gregory ist mit 46 gestorben. Okay, das ist wirklich inzwischen. Jung, was ist da denn los? Genau, der ist wohl an einen Hitzetod gestorben, also er hat auch physische Probleme. Und guck mal einer Schau. Wusstest du schon, dass sie gerade unter anderem in Texas dein Recht beschnitten haben, Trinkwasser? Mein Recht jetzt? Deins, genau. Oh, dein. Toll. Die haben gesagt, Tino darf bei uns in Texas nichts trinken. Oh, nee, aber es gibt ja wirklich den einen oder anderen Bundesstaat, wo, also die haben ja generell in Mittelamerika, Südamerika, Süd-USA, so die Staaten, so eine Hitzeglocke die letzten Wochen über sich gehabt, wo halt du auch Wetbulb, also Feuchtglockentemperatur hast. Das heißt, es ist so eine hohe Luftfeuchtigkeit, dass du nicht mehr schaffst, deinen Körper mit Schweiß runterzukühlen. Das heißt, du kannst bei ungefähr 35 Grad kannst du theoretisch im Schatten sterben. Ja. Das ist ein großer Spaß. Und der hat das uns jetzt mal vorgemacht, um zu zeigen, Klimakrise ist ja doch ernst zu nehmen. Ja. Danke. Ist so, also auf jeden Fall kann man als Klimatoter vielleicht einordnen, keine Ahnung. Mhm. Er ist jedenfalls im Auto eingeschlafen mit seinem Hund zusammen und die sind beide halt verendet. Das ist hart. Ja, das ist sehr sad. Aber ich frage mich auch, wie man in einem Auto einschlafen kann, was sich so aufheizt, Alter. Er muss wohl Probleme gehabt haben mit Schlaf und so und bipolar und so weiter. Man weiß nicht, wie die Hintergründe sind, weil die jedenfalls seinen Tod im Auto gefunden. Der Allstar Benji Gregory aber kommt in den. Das ist die wichtigste Nekrolog. Frage für alle da draußen. Scheiß auf den Typen, ist der Hund lebend rausgekommen? Nee, eben, ist auch gestorben. Fuck. Ja. Dann ist das wirklich eine traurige Nachricht, da müssen wir schnell von ablenken. Wer ist denn irgendwie nicht gestorben diese Woche? Also gestorben nicht, ich habe aber noch eine Online-Nachricht und zwar. Funk hat wieder einen Kanal weniger. Denn, der ist gestorben. Nee, das nicht. Aber ich bin ja ein Fan von Worldwide Wohnzimmer. Ah, stimmt. Benny und, wie heißt der andere nochmal? Genau. Die Volta-Zwillinge, die machen so Formate wie Erkennst du den Song und das Quiz mit Tisch und so und machen Interviews. Und die haben jetzt gesagt, nach 7 Jahren starke Unterhaltung für Funk machen sie jetzt ohne sie weiter. Sie nennen als Grund ihre Zielgruppe, weil Funk ja eher für junge Leute ist. Mhm. Und jetzt aber. Die wollen jetzt öfter Pornostars einladen. Wahrscheinlich, ihr Publikum ist älter geworden, auch so Ü30 und das geht nicht mehr zusammen. Deswegen verabschieden sich jetzt die Wolter-Zwillinge aus Funk. Und ich habe mir überlegt, irgendwer muss doch den Platz füllen. Zwei Typen, die lustige Sachen machen, ja. Das sind ja auch wir. Die auch einfach identisch aussehen und gleich gut auch. Ja, muss man sagen. Ja. Dennis und aber, Benny. Ach so, die verlassen quasi dieses Format auch an sich, also den Namen. Also Funk. Ja, aber Funk, also ich will ja jetzt nicht von gewissen Formaten für Funk, die ich mal gemacht habe, sprechen, aber da war es schon so, dass wir den Namen quasi nicht mitnehmen durften, wenn wir das jetzt alleine gemacht hätten. Aber sie hießen, glaube ich, vorher schon Worldwide Wohnzimmer, wurden dann quasi übernommen. Okay, das ist natürlich ein Unterschied. Genau. Ja. Ich dachte, es war von Anfang an so ein Format von Funk. Also Funk, wenn ihr noch was braucht, hier sind zwei Leute aus Weimar, die Bock haben und wir machen für euch auch eine coole Show. Ja, wir machen auch Geld. Kindersendung. Ja. Ich versuche auch ein bisschen weniger Fotze zu sagen. Aber nur ein bisschen. Müssen sie auch treu bleiben. Ich sag eigentlich gar nicht Fotze, aber es ist halt einfach so ein. Ich auch nicht. Es ist einfach so ein Wort, was eine gewisse. Da zuckt man erstmal so ein bisschen. Mir wurde gesagt, es sollen nur Menschen sagen, die eine haben. Deswegen ja, ich weiß, da haben wir uns drüber gestritten und ich habe das dankend abgelehnt. Das ist ja in Ordnung. Jalous. Hat jemand eigentlich die Jalousien schon mal zugemacht, damit wir den Typen nicht mehr sehen müssen? Wen wir auch nicht mehr sehen müssen, zumindest vor Gericht, ist Alec Baldwin. Das hat ja auch die Gemüter auf jeden Fall in Aufruhr versetzt, dass der einfach ans Set geht und seine Mitarbeiter erschießt. Ja, stimmt. Arschloch. Ja. Ein Gericht hat jetzt entschieden, das war doch nicht so. Ja. Mhm. Der Mann ist unschuldig. Der ist zwar nicht so richtig. Irgendwie gab es nur. Ja, der muss nicht in den Knast. Das ist natürlich wegen einem Formfehler. Also, das finde ich ein bisschen wild. Ich habe jetzt nämlich noch auf dem Weg hierher noch was gelesen dazu, weil es noch recht frisch ist, das Urteil. Es die Leiche noch, nicht mehr. Ist schon es klingt noch. In meiner Hand quasi die Nachricht, weil wohl die Verteidigung, die Staatsanwaltschaft hat wohl Beweise vorenthalten und aufgrund dieses Formfehlers ist es wohl so, dass Alec Baldwin freigesprochen wurde. Oder ja, aber nee, war es nicht andersrum, die haben quasi Sachen vorenthalten, die pro Alec Baldwin waren
Und die wurden jetzt auf den Tisch gelegt und dadurch wurde er freigesprochen. So hatte ich es verstanden. Da habe ich es falsch verstanden. Ich habe auch einen englischen Text gelesen, war vielleicht nicht ganz so gerade... Ja, ich habe einen russischen gelesen. Also bei mir ist auf jeden Fall alle Infos richtig. Okay, ja, davon gehe ich aus. Ja. Von Russia Today wahrscheinlich. Gibt es auf jeden Fall so ein schönes Bild mit seiner Frau, wie sie sich so umarmen. Oder vielleicht ist es auch seine Anwältin. Keine Ahnung, können Frauen Anwälte sein? Nee, eigentlich nicht. Muss seine Frau sein. Nee. Und das hat seine Runde gemacht. Der hat so eine ganz komische, schwarzrandige Brille auf. Sollte sich mal schämen. Oder ist es eine Maske oder so? Nee. Nee, das ist schon eine Brille auf jeden Fall. Ja, Alec Baldwin ist in Freiheit. Also die es nicht wussten, vor 2 Jahren, glaube ich, gab es einen Unfall an einem Filmset, wo er halt einen Cowboy gespielt hat mit einer Pistole und schoss mit einer vermeintlich ungeladenen Waffe dann Richtung Kamera und traf dann 2 Menschen. Davon ist die Kamerafrau verstorben. Und jetzt gab es das Urteil, dass er nicht verurteilt wird dafür. Ja. Kann man sagen. So ungefähr kann man das sagen. Will ich nochmal gleich zu einer kleineren Sache überleiten, weil ich das hier direkt unten drunter habe. Ich habe so ein Video gesehen und zwar in Malaysia hat ein Apple Store aufgemacht. Ja, ich muss nochmal kurz ranten, weil ich gerade diese Energie habe. Es ist ein halbwegs virales Video gewesen von einer malaysianischen Frau, die so zeigt, wie dann quasi die ganze, ich glaube, das ist in so einer U-Bahn-Station oder in einer Mall, irgendwie sowas. Da hat ein Apple Store aufgemacht. Und diese ganze Station wurde aber mit Samsung-Werbung vollgespammt. So alles ne, am Fahrstuhl, upsala, jetzt hat es vibriert am Mikrofon, am Fahrstuhl, an der Rolltreppe, überall Samsung-Werbung, haha, cool. Und alles so, ha, was eine geile Aktion. Und ich sitze einfach nur da, Alter, warum feiern wir das ab, dass hier so Multimilliardär-Corporate-Bullshit-Konzerne sich irgendwie so einen kleinen Krieg leisten und wir stehen daneben und applaudieren. Ich weiß nicht, ich kann das immer weniger. Ich krieg da wirklich das Kotzen, dieses... Ja, weil Marketing ja irgendwie auch witzig sein kann. Ne? Es läuft am Ende immer darauf hinaus, dass die irgendwas von mir wollen. Ob es meine Daten oder mein Geld sind. In dem Fall natürlich mein Geld. Aber alle wollen von irgendwem irgendwas. Ja, aber das nur weil das so ist, muss man das noch nicht gut finden. Nö. Und ich kann damit immer weniger. Ich krieg immer mehr einen Hals, Alter. Ist wirklich so. Gegen Werbung? Ja, alles. Diese ganze Scheiße, Alter. Wenn ich Werbung an sich höre, Alter, und du weißt genau, dieser ganze Bullshit, auch dieses Phänomen von Firmen machen Regenbogenfahren, ja, das kann ja unterm Strich trotzdem besser sein, als machen sie es nicht, ja. Mhm. Aber trotzdem weißt du, das machen die alles nur wegen Geld. Und das ist einfach, da kriege ich es Kotzen. Aber das müssen sie ja nicht machen, ne? Letztendlich gibt es auch viele Firmen. Ja, aber sie machen es, weil sie sich mehr Einkommen davon versprechen. Ja. Ja, sicher, das ist ja ein Unternehmen, ne? Das ist ja nun mal Kapitalismus. Das ist Kretze. Es ist Kretze, aber ich finde an sich, dieses Regenbogenfahren sind nicht das Problem des Ganzen. Das ist halt einfach. Das ist nicht das große Problem. Ich sage nur, das ist ein weiteres Bausteinchen, ne? Oder dieses, das Allerschlimmste, da habe ich neulich im Stream schon drüber gewendet, diese fucking Calvin Klein Hosen, die übelste Billo, da ist nichts Besonderes dran, ist einfach eine weiße, ranzige Unterhose, ja? Da könntest du für 10 Cent irgendwo aus Kick holen. Ja, Kinderblut dran, ist mir scheißegal, weißt schon, was ich meine? So, aber es ist nichts Besonderes dran, kein krasses Design, kein gutes Material. Total für den Namen, aber du hast halt oben diesen Ring, was dann oben aus der Hose rausguckt, wo halt Calvin Klein draufsteht. Hast du sowas? Nee, aber bei mir steht... Tuesday drauf. Witzig. Das ist okay, das ist witzig. Ich habe Wochentagsunterhosen. Heute ist nicht Tuesday. Nee. Hast du die seit Tuesday an? Genau, ja. Nee, und das ist für mich so die Spitze, weil du holst das wirklich nur, weil der Name drauf steht. Und du fällst aus meiner Sicht darauf rein, auf diese hässliche Agenda, du läufst Litfaßsäule für irgendeine Drecksfirma, einfach nur, weil du das Gefühl hast, dass du bei anderen Leuten besser ankommst. Ein Statussymbol, oder weil das, ja, als Statussymbol so. Mhm. Eine fucking Unterhose. Ich brauch das auch nicht. Das ist einfach nur. Und du bezahlst dir einfach viel mehr als für eine Standardunterhose. Ja. Einfach nur, weil da dieser fucking Ring. Und dann zeigst du den auch noch stolz. Macht mich wahnsinnig. Das verstehe ich auch nicht wirklich. Ich meine, ich mochte die Calvin Klein Werbung immer, die sie gemacht haben. Da hatten sie immer sehr sexy DarstellerInnen gehabt. Dann guck dir ein Porno an, wenn du sexy Darsteller willst. Man will manchmal auch dann diesen Darsteller sehen, ne? Wie jetzt der Schauspieler von Shameless, der dann Model jetzt letztens war und der ist schon hot gewesen. Aber ich sehe es genauso, ich brauche auch keine Magenklamotten. Mir siehst du halt nur Merch. Ich habe gerade ein Ghost-T-Shirt an oder Spongebob-Strümpfe, wo man aber auch sagen kann, du zahlst auch für Werbung letztendlich. Wenn ich jetzt ein Ghost-T-Shirt trage, gleich supporte auch die Band, aber auch die Band ist ein Unternehmen letztendlich. Ja, aber da passiert Kunst. Bei Calvin Klein passiert keine Kunst.
Ich wollte auch gerade als Beispiel sagen, wenn zum Beispiel die White Stripes sich entscheiden, Kate Moss in ihrem I Just Don't Know What To Do With Myself Musikvideo, da einfach nur, da ist wirklich einfach nur Kate Moss, wie sie so leicht beleuchtet da rumspinnt an so einem, rumspinnt, nicht rumschwimmt, an so einer Pissstange da. Ja. Dann ist das ja auch klar Werbung für die Musik durchs Musikvideo, ist mir schon bewusst, ja. Aber trotzdem entsteht da ja irgendwas mit Wert, was man irgendwie verschieden einordnen kann. Eine Unterhose kann ja auch einen Wert haben. Ja, vielleicht reißen die ja weniger als meine Unterhosen. Das, was ich noch mitgehen würde, wenn du sagst, ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Red Bull kaufe, dann unterstütze ich dieses, was da halt dahinter steht, dieses Extremsport bla unterstützen und dieses Lebensgefühl und sowas. Da würde ich vielleicht noch mitgehen. Damit eher einen rassistischen Wichser. Das kann auch sein, aber das hätte ich noch mehr verstanden als mit einer fucking Unterhose, wo einfach ein Name draufsteht. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe auch diese ganzen Markenklamotten nie getragen. Ich habe halt keinen Nike, ich habe keinen Adidas irgendwie. Das war mir immer alles zuwider. Ja. Ja, aber es, ja. Ich wollte nur mal kurz wütend sein. So, jetzt bin ich ein bisschen ist weniger wütend. Jetzt geht es nur um ein gesprengtes Kinderkrankenhaus. Das passiert ja alle Tage. Mhm. Da ist irgendwie was passiert die Woche. Ja. In der Ukraine, genau. Die Putins, wollte ich gerade schon sagen. Ist das nicht diese geile Band da aus der DDR? Die Putins? Genau, die Rasputins, genau. Auf jeden Fall wurde eine Rakete geschickt in die Ukraine und die hatten ein Kinderkrankenhaus, wo sehr viele Krebspatienten drin sind, getroffen. Also Kinderkrebspatienten, ja. Also wenn du dir das ausdenkst in einem Spielfilm, wo du sagst, ja, der Bösewicht schickt jetzt mal eine Rakete auf ein Krebskinderkrankenhaus, da würdest du sagen, okay, erklär mir noch einen. Ja, also obvious Scheiße geht's ja nicht. Was ist denn, wenn diese krebskranken Kinder nur deswegen geheilt werden von Zelensky? Brittlensky, wie ich ihn gerne erwähne. Das sind alle Skinheads, die Assis, Alter. So, das sind erstens, und zweitens, wenn die nur deswegen im Leben gehalten werden, damit die auch einen Krieg ziehen können gegen Russland. Stimmt. Das war ist quasi Notwehr. Das Übel an der Wurzel packen. Es war Notwehr von Putin. Die werden nachher noch mit ihrer Infusion in die Front gehen und dann aber richtig... Ja. Richtig brandschatzen. Und ey, ohne Scheiß, ich bin ja auf Facebook manchmal unterwegs, aktuell weniger. Oh, aber glücklicher jetzt. Aber die Leute finden echt jeden Scheiß, um Putins Aktion gut zu reden. Ja. Und es ist unfassbar. Ist es denn das, was Sarah Zarenknecht gesagt hat in der Maybrit Illner Talkshow? Ja, ungefähr. Die ist ja seit Anfang an dabei, Putins Angriffskrieg zu verharmlosen, zu relativieren. Auch bekannt, weil er sie ja noch wenige Tage vor dem Angriffskrieg noch sagte, dass sie da ein Idiot ist oder dumm ist, weiß nicht, wie sie es ausgedrückt hat, der glaubt, dass Putin in die Ukraine einmarschieren würde, dass es so bekloppt wäre. Ist dann passiert. Also ihr fehlt die politische Weitsicht. Ich will das gar nicht so weit ausweiten irgendwie und ich will gar nicht sagen, die steckt doch beim Putin in der Tasche, weil das ist alles irrelevant bei dieser einen Aussage, die sie gebracht hat. Und eine die, ist in ganz vielen Nein, Aussagen. Aber die jetzt gerade aktuell ist und wo sie zu Recht für abgewatscht wird, weil sie sagt halt, ja, wir wissen aber doch gar nicht, ob nicht vielleicht die Rakete, weil das ist schon vorgekommen, dass die Rakete von der Ukraine abgefangen wurde, also abgeschossen und dann quasi Trümmerteile in das Krankenhaus reingeflogen sind. Ja? Und das ist so eine miese Täter-Opfer-Umkehr. Ja, aber wieso gibt es sich überhaupt die Mühe, das so zu relativieren? Ja, also, das, kannst du nicht sagen, es war eine Tragödie und es wäre eh nie passiert, wenn Putin einfach nicht einmarschiert wäre in die Ukraine, so oder so. Was fällt den Ukrainern ein, ihre Raketen abzuschießen? Ja, die sollen doch einfach die Raketen mal kommen lassen. Und der Schaden ist vielleicht gar nicht so schlimm. Man muss ja erstmal warten, was passiert, wenn die Rakete landet. Ja, weil Putin schießt ja nur auf so leere Felder quasi. Er will ja gar keine Menschen verletzen. Das ist ja alles nur eine Androhung von ihm. Und alle Menschen, die gestorben sind, sind gestorben wegen Zelensky, weil er alle Raketen bisher abgefangen hat. Es sind nur zufällig Krankenhäuser in Schulen und Kindergärten und in die Infrastruktur reingeschossen also worden. Also ganz kurz nochmal zu Steelmanen, ja? Das, was Frau Sarah Wagenknecht da sagt. Also Steelman im Sinne von, wenn ich jetzt ihr die beste Intention, die ich mir vorstellen kann, gebe, ja, und das dann versuche zu untermauern, dann sage ich, sie meint damit, dass Putin oder wer auch immer den Befehl gegeben hat, nicht gezielt auf dieses Krankenhaus gezielt hat, sondern auf irgendeinen Bunker oder was weiß ich, ja. Und die dummen Ukrainer haben das jetzt abgefangen und haben sich selber ins eigene Bein geschossen, so. Beste Interpretation. Hm. Und trotzdem ist die Rakete halt von Russland losgeflogen. Na klar, ja. Also es ist halt einfach ein bisschen...
Es ist ein Versuch, das wieder zu relativieren, und da holen sie alles raus, was geht. Vor allem weiß ich nicht mal, ob die überhaupt abgefangen wurde. Wahrscheinlich ist es gar nicht so. Ne? Ja klar, weißt du das nicht. Im Krieg stirbt immer zuerst die Wahrheit, ne? Und beide Seiten haben immer irgendwie ihre eigene Version. Ja. Aber trotzdem, nicht mal an der Wurzel anzufangen und zu sagen, ey, der Krieg hätte gar nicht erst passieren müssen, wenn Putin einfach sich verpisst hätte aus der Ukraine. Ja. Aber das ist dann nicht in Wagenknechts Welt vorhanden. Und ihr wird schon vorgeworfen, dass sie mit Putin in einer Decke steckt. Zumindest einseitig, denn Putin, ist wohl irgendwelche Papiere auch rausgekommen, wo auch Putin mit Wagenknecht rechnet, dass er solche Parteien, die halt anti-ukrainisch sind, auch gefördert werden sollen, wie halt die AfD und BSW. Hm. Also zumindest feiert Putin Wagenknecht. Ja, und das weiß man. Aber bei der ist es ja noch nicht jetzt irgendwie bestätigt, dass da Gelder geflossen sind, soweit ich weiß. Bestätigt nicht, nee. Bei der AfD gibt es ja einige, wo das. Da gibt es ganz viele, genau. Sind. Und deswegen würde ich da noch gar nicht so weit gehen. Du hast übrigens gerade gesagt, ne, hier die drei Buchstaben. Ach, halt's ja. Wort, das kann ich was. Nein! Diese Partei gibt's gar nicht für mich in diesem Monat. Ich weiß nicht, wovon du redest. Das kann nicht wahr sein, Alter. Egal, kommen wir schnell zu was anderem. Wir können auch in die USA rübergleiten. Oh ja, da läuft's wirklich ganz, ganz geschmiedet, geschmeidig. Alter, also Biden lässt kein Fettnäpfchen aus, Alter, ich muss man nicht sagen. Das kann ja nicht wahr sein, Alter. Ich habe völlige Brainworms, ey. Ja, das ist okay. You've got one rule. Aber immerhin bist du nicht Biden, ja? Ja. Der hat ja auch ganz viele Brainholes. Der hat noch mehr Brainworms, Alter. Der hat gar kein Brain mehr. Der hat wohl jetzt auf einer NATO-Pressekonferenz Zelensky als Putin vorgestellt, und das finde ich halt witzig. Nicht nur das, er hat auch seine Vizepräsidentin Kamala Harris als Vizepräsident Trump vorgestellt. Genau. Oder gibt's dann so ein Foto, ich kann es dir direkt mal zeigen, das ist so das Meme der Woche für mich gewesen. Es ist so schlimm. Wo die beiden sich halt treffen und Überschrift President Putin meeting Vice President Trump. Es ist nicht so traurig wäre, ne? Es ist halt echt schlimm. So, und die Stimmen werden auch lauter, dass auch unter den Demokraten jetzt immer mehr Leute kommen, die sagen, ey, weiß nicht, Biden, vielleicht doch mal irgendwie ins Altenheim gehen oder lass mal jetzt hier Kamala Harris oder so. Es ist ein absolutes Tohuwabohu. Ich habe für mich diese Woche wirklich gemerkt, ich muss mich da emotional ein bisschen distanzieren, weil ich echt ein bisschen into bin, weil ich weiß, was da alles dran hängt und wie fucking fatal das ist, wenn Trump gewählt wird. Mhm. Aber ich kann eigentlich nichts ändern. Nee. Ich habe selbst mal überlegt, was wäre, wenn man jetzt irgendwie als Ausland so eine Petition startet, irgendwie, Dear America, please don't vote for Trump, sincerely the rest of the world. Irgend sowas, weißt du? Irgendwie um ein Signal zu setzen. Das ist den Wurst. Das ist den erstens Wurst, weil die halt ihres American Exceptionalism haben. Die sagen dann, was sollen die Ausländer sich hier in unsere Politik einmischen? Und zweitens würde dann wahrscheinlich sogar noch eine Gegenpetition gestartet werden, wo dann, es gibt ja auch viele Staaten, die Trump vielleicht geil finden. Na klar. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht Indien oder China das auch geiler finden mit Trump, weiß ich nicht genau. Einige so. Ungarn. Und das sind halt sehr viele Leute, die potenziell dann unterschreiben. Also ich habe das dann direkt wieder verworfen, diese Gedanken. Aber an sich betrachtet ist das ja fucking Game of Thrones, was hier passiert gerade. Wirklich muss oder man. House of Cards. Man muss es sagen, auch für die Leute, die gesagt haben, Amerika ist nicht so spannend als Thema, das ist einfach fucking historisch, was hier gerade passiert, ja. Also in vielerlei Hinsicht, wenn Trump gewählt wird und die amerikanische Demokratie stirbt, ist das auch historisch, aber alleine, dass gerade diese Entzweiung passiert zwischen der schafft das schon und nein, der ist viel zu alt, ja, das ist insane, was da gerade passiert. Und ein spannender Tweet kam auch noch von Francis Maxwell. Er hat das nämlich versucht zu relativieren, so ein bisschen Biden, seine Aussetzer, indem er nämlich schrieb, if you think it's crazy, Biden called Zelensky Putin, wait till you hear about the time he got his doctor's name wrong, confused Nikki Haley with Nancy Pelosi and said Viktor Orban was the leader of Turkey. Well, that was Trump. Morons and hypocrites everywhere. Ja, also er versucht quasi zu sagen, dass ja auch Trump schon sehr häufig Namen durcheinander geworfen hat. Ne? Aber das ist halt auch was das Narrativ komplett verwässert, weil alle, die sagen, Biden ist nicht gut gerade in dem, was er tut, sagen das ja, weil sie Trump nicht wollen und weil sie wissen, wie scheiße Trump ist. Mhm. Außerdem ist die Wählerbasis eine ganz andere, ja, weil bei Trump ist es blinder Gehorsam und bei den blauen Leuten halt nicht so. Und
zumindest, also es gibt ja auch viele, die sagen, ja, wenn eine Woche vor Wahl ist und immer noch Biden steht, dann wähle ich den auch, ja, weil ich will keinen Trump. Aber bis dahin muss man ja drüber reden können. Ja. Wir hatten jetzt Frankreich, die irgendwie innerhalb von 2 Wochen eine Wahl auf die Beine gestellt haben. Und hier heißt es, 4 Monate ist nicht genug Zeit für einen neuen Kandidaten. Das ist halt völlig insane. Und was er jetzt auch noch gesagt hat, von Trump hat man das ja erwartet, dass er völlig deranged ist und lügt und so. Von Biden hat das halt keiner erwartet, dass er wirklich so daneben ist. Und das ist einfach ein großer Unterschied. Und deswegen ist das auch so ein bisschen nicht in good faith, dieses Argument, finde ich. Nee, gar nicht. Also ich blicke auch eher mit Entsetzen auf die US-Wahlen ja schon im Vorfeld, weil ich glaube nicht, dass Trump irgendwie nochmal irgendwie viele Punkte verlieren würde. Ich glaube, der muss sich nur zurücklehnen und warten, bis sich Biden halt selbst zerstört mit seinen Fettnäpfchen und sie nur auf ihn zeigen die ganze Zeit. Ich fand es eh krass, dass sie in Frankreich innerhalb von 2 Wochen wählen konnten. Das geht hier überhaupt nicht in Deutschland. Du musst ja erst noch Wahllisten aufstellen und so. Ja, doch, da hatten wir ausführlich drüber gesprochen. Genau, dass er doch auf das Linksbündnis gewonnen hat. Das, ne, die ja, aber das ist halt, das war ja so ein Move eigentlich von Macron, wo es hieß so, ja, zeig doch mal, wie er jetzt die Rechten wählt, so. Genau. Dass er quasi so eine Art wie ein Bluff gecallt hat, sage ich mal. Natürlich hat seine Partei abgenommen, aber die Umfragen sahen ja auch krass aus. Sie dachten ja auch, dass das hier die rechtsradikale Front National von Le Pen auch gewinnt. Aber sie waren nur auf Platz 3. Sie haben immer noch zugelegt und viele Stimmen bekommen. Ja. Aber das Linksbündnis wird halt wahrscheinlich dann die Koalition machen. Ja, so viel war Politik. War schon ein guter Move. Es tut mir leid, so viel Politik, aber es ist halt einfach, ich sag's wie es ist, es ist fucking spannendes Game of Thrones, wenn man sich emotional distanzieren kann. Das muss ich wirklich jetzt ein bisschen versuchen, weil ich wirklich merke, wie ich eine Überschrift lese und eine emotionale Regung habe. Das ist eigentlich nicht so gut, weil ich hier nicht wirklich was dran ändern kann. Nee. Außerdem wollen wir uns ja drüber lustig machen. Deswegen lass uns ein letztes dazu noch kurz reden, nämlich wie krass irgendwelche Celebrities da irgendwie drin involviert sind. Fucking George Clooney kommt an, der ist halt auch so ein Megaspender, der irgendwie so Fundraisers mit 28 Millionen und sowas gemacht hat und schreibt einen offenen Brief in der New York Times und auf einmal drehen alle durch. So. Da kommt halt irgend so ein Schauspieler daher, was auch ganz witzig ist, Trump hat versucht, den dann zu denunzieren und hat gesagt, Fake Actor George Clooney, und da kann man wirklich alles sagen, aber ein Fake Actor, also der ist der Actor, Alter. Der hat so viele Milliarden gemacht mit Schauspiel, ich glaube, Fake ist da nichts, aber daran merkt man eigentlich auch, Trump möchte, dass Biden bleibt, und das ist auch schon wieder so ein Na klar, weil er weiß, dass er gegen ihn gewinnen kann. Ne? Ja. Ist ja ganz, ganz easy. In den USA ist eh nochmal viel krasser. Ja, und die ganze Trump-Kampagne baut ja darauf auf, Biden schlecht zu machen. Wenn der dann plötzlich weg ist, fällt das so ein bisschen zusammen. Ne? Aber in den USA ist es ja eh nochmal ein anderes Feld als hier, wenn sie Promis irgendwie für die Grünen oder für die Linke oder SPD oder so outen. Da haben sie mehr Potenzial, Fans zu verlieren, weil in den USA gibt es irgendwie zwei große Parteien. Und wenn du dich für eine entscheidest, hast du immer noch 50% der Amerikaner ungefähr, die sich sympathisch finden können, aber hier hast du halt irgendwie 5, 6 Parteien, die immer wieder ähnliche Ergebnisse einfahren, jetzt mal in ganz großen Anführungsstrichen, ne? Ja. Und deswegen ist auch hier das Bedürfnis von Prominenten viel geringer, sich einer Partei anzuschließen oder es zu outen, außer halt zu sagen, dass sie gegen die AfD sind oder so, ne? Das ist ja klar. Und George Clooney, ich finde... Also es ist jetzt nichts Neues, ne? Der ist schon länger da bekannt und engagiert auf jeden Fall. Auch Taylor Swift und so. Und es ist ja auch so, auch Taylor Swift spricht sich dafür aus, dass man bitte wählen soll, und hat sich auch mal für pro-demokratisch wählen ausgesprochen, aber er ist halt wirklich jemand, der krass reinspendet. Genau. Ja. Es gibt schon Promis, die machen das, und man vermutet auch, dass es einen gewissen Einfluss hat, aber ich glaube auch, dass es genügend Menschen gibt, die das trennen können. Also ich kannte auch früher immer sehr viele Rechtsradikale, die Rammstein gehört haben zum Beispiel, aber Rammstein ist das Gegenteil von Rechtsradikal immer schon gewesen. Es waren immer schon sehr links und so, die mir dann gesagt haben, sie trennen das. Die Musik kann trotzdem geil sein, aber trotzdem wählen sie diese Partei. Still geil. Ja. Genau. Und manchmal zu geil, wenn es in die Sackbox geht. Ah, ich habe gerade einen Podcast gehört. Schnell davon wegzulegen, was gerade fast passiert wäre. Ja, ja. Ich habe gerade einen Podcast gehört, der heißt Row Zero, wo der SWR das aufarbeitet, das Thema, und auch mit Augenzeugen und so. Es ist schon richtig wild, was da passiert. Es ist bei Folge 2 noch nicht irgendwie an eine Strafbarkeit gekommen. Also man merkt schon, dass das Lindemann offenbar bewusst diese Strafbarkeit umgangen ist. Aber trotzdem ist dieses System einfach nur unfassbar eklig, was da
kann ich empfehlen, Row Zero auf Spotify, glaube ich, zu hören. Sehr spannend. Das ist ein Endloswort, was wir machen können, ne? Row Zero, Row Zero, Row Rezo, 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 Rezo. Merkt ihr was? Ja. Und noch ganz kurz zu den US-Wahlen. Ja. Es gab ja auch Menschen. Ich kann ja auch noch endlos zu sagen, aber sprich. The Rock hat sich auch mal ins Gespräch gebracht. Dwayne Johnson, der ehemaliger WWE-Wrestler war und inzwischen Schauspieler ist, der wollte ja auch mal antreten für die Wahl. Wäre nicht er ein Kandidat, der für die Demokraten antreten könnte? Nee, der kann schön seinen Maul halten. Also The Rock ist nicht mehr so beliebt, wie er mal war. Ach so. Ja, gut, der ist wirklich sagen. Die letzten, ich würde sagen, so 6 Jahre ist er from grace gefallen und ist nicht mehr so everybody's darling. Mhm. Von daher, es ist auch Quatsch. Also wer wirklich so als Promi eine Chance hätte, wäre Jon Stewart von der Daily Show. Ja. Der ist halt super beliebt, auch selbst bei den Republikanern. Oliver Welke quasi von Amerika. So ungefähr, ja. Der ist halt auch bei den Republikanern weitestgehend beliebt. Mhm. Der hat eine Chance, der hat schon öfter gesagt, der macht es nicht. Das glaube ich jetzt auch nicht, dass das noch irgendwie passiert. Mhm. Es wird schon am ehesten auf Kamala Harris hinauslaufen. Und wir haben ja auch ein paar andere Namen im letzten Podcast schon gesagt. Ich wollte nur gerade sagen... Jack Black wäre auch geil. Wäre auch geil. Der ist auch everybody's darling auf jeden Fall. Ja. Elon Musk hat jetzt eine große Spende rausgehauen für Trump. Oh ja, klar. Das ist nämlich Mr. Free Speech und jetzt geht's richtig los mit der Free Speech. Aber ich wollte doch erwähnen, John Cena wäre noch jemand. John Cena, wenn The Rock keinen Bock hat. John Cena ist auch sehr beliebt in den USA. Man kann ihn zwar nicht sehen, der hat sich halt ins chinesische Fettnäpfchen gesetzt, ne? Leider ja, kann er das perfekt, aber ich glaube, dass John Cena Chancen hätte. Und das führt mich zum nächsten Thema, denn der hat jetzt bei Money in the Bank den letzten Pay-Per-View, oder inzwischen heißt es ja PLE, Premium Live Event, seinen Rückzug verkündet. John Cena wird quasi retiren aus dem Wrestling-Business. Nein. Und wird noch bis April machen. Dann siehst wird er du aufhören. Beiden retiren, bevor retarded man ist. Ja, ist so, genau. Cena nennt als Grund, dass sein Körper nicht mehr so mitmacht und sich mehr auch auf Hollywood fokussieren will. Ja, also der aber ist komplett durchgestartet jetzt hier mit Peacemaker. Von daher, ich glaube, der sieht halt, im Wrestling willst du mit 80 nicht mehr sein, aber beim Schauspiel... Easy, na klar. Ja. Deswegen, John Cena ist jetzt nicht mehr lange dabei, noch bis April, also bis WrestleMania. Viele wünschen ihm nochmal einen Titelrennen zu machen, aber braucht er, glaube ich, gar nicht. Jedenfalls, John Cena würde ich wählen, wenn er sich aufstellen würde. Ja, ist der Punkt. Jeden wählen statt Trump. Das ist jetzt natürlich Hitler. Bisschen indifferent. Wenn ja. Hitler für die Demokraten antritt. Also Hitler ist ein offensichtlicheres Assassination-Target, sag ich mal. Mhm. Ja, das stimmt. Ich weiß es nicht, Alter. Es ist alles ganz, ganz finster. Naja. Auch ganz finster wird es doch für das Deutschland-Ticket werden in Deutschland. Ja. Denn es soll von 49 Euro jetzt doch erhöht werden. Man weiß noch nicht, wie hoch und was passiert, aber irgendwie jetzt bis nächstes Jahr soll es auf jeden Fall eine Erhöhung geben von 49 Euro auf, also manche rechnen mit 10 Euro. Absolut grenzdebil. 49 Euro ist schon absolute... Das ist schon die Grenze eigentlich. Absolute Schmerzgrenze. Viel, ja. Eigentlich sollten es 9 sein. Ja. Das war eine schöne Zeit. Aber ja, this is why we can't have nice things. Das ist doch auch nur so ein, wie ist denn das? Das ist so ein Machtgespiel, weil... Die Länder machen Druck, weil sie das nicht zahlen wollen. Genau. Und der Bund soll es machen. Genau. Und ich sage einfach, fuck off. Das ist doch geil. So. Klar, das ist geil, aber und das Geld ist ja auch da. Ne, also wenn man das Dienstwagenprivileg abschafft zum Beispiel, ne, dann kann man locker das finanzieren. Aber solange eine FDP oder eine CDU irgendwie das Sagen hat, gibt es solche coolen Sachen halt nicht. Hm. Es bräuchte halt echt eine linksgrüne Regierung. Die machen auch nicht alles richtig. Du bist aber mir zu versifft. Gerne, aber ich glaube, wenn und unter denen gäbe es andere Verhältnisse. Klar, es gab auch schon rot-grüne, also SPD und grüne Regierungen, die auch nur Scheiß gemacht haben, Agenda 2010 und so mit unter Gerhard Schröder. Aber trotzdem glaube ich, dass das besser insgesamt ist. Meistens kommt das eine kleine Regression, bis das dann richtig geil wird. Weißt du, Tino, wenn wir dieses 49-Euro-Ticket einfach mal beibehalten, dann könnte der 18-jährige Ghanerer einfach mit dem Zug zurück nach Ghana fahren, wenn er abgeschoben wird. Ah. Oh, wait, nein. Keine Abschiebung wegen Härtefallregelung. Eine Petition mit 100.000 Unterschriften. Ich glaube, deswegen habe ich das unterbewusst so mitbekommen. Ich habe auch Gedanken mit der Petition. Mhm. Dass Joel, ein Schüler der Nelson Mandela Schule, passenderweise, ja, sage ich jetzt einfach mal, in Hamburg, der darf nun in Deutschland bleiben. Und das ist nicht eben jener... Was ist das eigentlich für ein Szenario? Da müssen wir jetzt vielleicht mal ganz kurz, ja, die Finger in die offene Wunde halten. Aua! Ja? Weil was kann da passiert sein, dass bei dem, der ja nichts gemacht hat,
so eine Petition unterschrieben werden muss und so richtig großer gesellschaftlicher Druck, dass der bleiben darf. Aber andererseits viele Sachen, die passieren, ja, da gab es auch gerade vor kurzem wieder Beispiele, da ist es irgendwie ganz schwierig, da Konsequenzen zu haben. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was das Jüngste war, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich rede jetzt nicht von diesen krassen Messerattacken, sondern wer war denn? Das war irgendwie so ein Fall, wo auch irgendwas Kleines passiert. War es nicht auch Hamburg? Wo irgendwie ein Schwarzfahrer zweimal erwischt wurde und zweimal mit einem Cuttermesser um sich geschnitten hat. Hast du mir auch geschickt, ne? Ja. Genau, dir hatte ich das geschickt und deswegen nicht nochmal extra in die Gruppe. Und das ist, da wird irgendwie, also jetzt mal, genau, wieder ein Messerangriff auf Polizisten, jetzt mal fernab von direkt abschieben, aber der ist halt nicht verhaftet worden, das war dem Staatsanwalt zu wenig. Wo ich mir denke, Alter, wenn ich Polizisten mit einem Cuttermesser angehe, das muss doch mindestens irgendwie, weiß ich nicht. Na gut, vielleicht gibt es sowas aber verhaften, wie doch versuchte Körperverletzung gibt es doch auch. Ja klar, aber verhaften und abschieben ist ja was anderes nochmal. Ja, ja klar, aber es ist ja nichts passiert so. Ja, es ist halt eine gewisse Willkür, die da existiert. Ne? Ich meine, ich kenne ja auch selber Menschen, die abgeschoben werden sollten in meinem Umfeld. Ich kenne Menschen, die in so einem Bereich gearbeitet haben. Manchmal ist es echt so ein Ding von den Leuten, von den Sachbearbeitenden. Ne? Vor allem die Polizisten wurden sogar verletzt, lese ich hier gerade. Ja, siehst du? Das ist nicht mal versucht. Und das checke ich halt nicht. Also wenn ich irgendwo hingehe und Polizisten auch nur leicht in die Hand schneide, ja, da habe ich nicht mein White Privilege oder so, was mich da irgendwie vor einer, zumindest einer Geldstrafe oder so beschützt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Den Fall kenne ich jetzt nicht, ich habe es auch nicht durchgelesen, da habe ich nicht geschafft, aber ich weiß halt, dass bei solchen Abschiebungen oftmals eine Willkür existiert, ne? Wie es bei diesem Joel, wie der heißt, ja. Der brauchte, also der macht ja Abitur gerade, also der hat ja eine Zukunft vor sich, der wird Steuerzahler sein. Ich weiß nicht, was da die Gründe sind, um den abzuschieben. Ne? Es gibt halt Menschen, wo es, also ich bin prinzipiell gegen Abschiebungen, aber ich kann es bei manchen Menschen noch irgendwie sachlich nachvollziehen, wenn Leute ganz lange irgendwie Sozialleistungen erhalten, irgendwie nicht arbeiten wollen und so. Verstehe ich, da ist so eine Grundlage, da zu sagen, wir können ja nicht durchfüttern. Aber es gibt ja Menschen, die arbeiten seit Jahrzehnten, die haben ihre Familie, die sprechen Deutsch, die haben ein Unternehmen aufgebaut, sonst was. Und dann werden die abgeschoben auf einmal. Das macht überhaupt keinen Sinn. Da ist ja das Abschieben teurer, also wesentlich teurer, als zu sagen, ey, hier hast du deinen deutschen Pass einfach und arbeite einfach weiter und generiere uns Steuern. Das macht einfach keinen Sinn in vielen Fällen. Das ist halt schwierig. Ich glaube, wenn man da einfach irgendwie ganz klare Linien definieren könnte, würde man gewissen Strömungen ein bisschen das Wasser abgraben können. Es bleibt halt ein Einzelfall manchmal. Also wenn du jemanden hast, der halt keine Aufenthaltserlaubnis hat, aber trotzdem irgendwie unauffällig ist und ein gutes Leben führt, warum willst du den denn abschieben, weißt du? Und klar kann auch mal so jemand austicken, wie jetzt in Mannheim, ne? Das passiert ja auch. Also sicherlich. Ich sag's jetzt mal, wie es ist, um mal wieder hier ein bisschen in ernste Lage reinzubringen. Als ich damals Abitur gemacht habe, ich hätte mir gewünscht, dass ich nach Ghana abgeschoben werde. Ja. Ja, genau, ja. Drecksschule, Alter, fickt euch. Also wollen die quasi bewahren vor den harten Prüfungen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr nett. Das kann ich verstehen, ja. Und der weigert sich, der Dumme, ey. Das soll froh sein. Aber wo wir gerade von Ghana sprechen, lass doch mal völlig unrelated von einem ganz anderen afrikanischen Land reden. Uganda. Ich habe nämlich diese Woche einfach mal The Future Is Now erlebt. Ein Kumpel von mir, ein Skater-Kumpel, der hat in einem Livestream übertragen, wie er in Uganda heiratet. Das war richtig schön diese Woche. Das ist cool. Ich habe in meinem fucking kaputten Panzertape-Stuhl gesessen und habe einen Livestream verfolgt, wie mein Kumpel in Ghana heiratet. Das muss man doch auch mal sagen. Das ist einfach, the future is now. Ist doch schön. Ja, klar, so ist es. Ja. Es kann jetzt natürlich das Live-Event nicht ersetzen, dass du vielleicht. Ja, es war wenig Chat in der Aktion, also. Ja, langweilig. Da gibt es kein Abo raus. Auch keine Alerts oder so sagen kannst, jetzt nee. Muss der Pfarrer irgendwie auf. Der Pfarrer bitte jetzt Hände überkreuzt, einmal Chats play. Naja, oder muss irgendwie jetzt schreien oder so. Ja. Oder weinen, das Weinen vortragen. Schade, gab's nicht. Emotion. Ja. Ich habe noch was, eine Sad News. Ich kenne die Person jetzt nicht, aber eine TikTokerin ist wohl bei der Geburt gestorben. Von TikTok? Ja. Da ist ihr Gehirn gestorben. Ah, Gott. Diese ganze Werbung, Alter. Tatjana K. ist TikTokerin und war 23, hatte 10.000 Menschen, genau, folgen ihr ungefähr. Und, das ist ja nichts. Sowas sagst du mir. Hat den Schwangerschaftstest 10.000 Leute so. Auf TikTok, also ich bitte dich. Ich habe mich da nicht aus, keine Ahnung.
Und hat das alles halt aktuell gehalten, hat ihre Fans halt bei Laune gehalten mit ihren Updates über ihre Schwangerschaft und ist wohl jetzt gestorben bei der Geburt. Also sehr, sehr traurig. Aber das Kind lebt. Das Kind scheint zu leben, ja. Ja, da haben wir doch unseren Anti-Nekrolog. Der kleine Joshua lebt im künstlichen Koma. Ja, Joshua, herzlichen Glückwunsch. Genau, also er ist noch nicht mal im Berg, aber... Ist Gott, Alter. Nee, aber immerhin, also... Always look on the bright. Also es hätte ja auch sein können, dass das Kind dabei stirbt oder so, ja? Das stimmt, ja. Aber am besten stirbt niemand bei der Geburt. Also, ja, das wäre Idealszenario. Ja. Ich finde, das müssen wir ja nochmal ganz kurz sagen für Leute, die vielleicht das erste Mal hier eingeschaltet haben und das jetzt hören. Die Baseline der Menschlichkeit ist bei uns gegeben. Wir müssen nicht jedes Mal sagen, dass das schlecht ist, wenn Leute sterben, ja? Aber ne, es passiert so viel Scheiße auf der Welt. Leider ja. Da muss man doch mal drüber stehen können. Zumindest für eine Stunde. Für die eine Stunde könnt ihr wieder anfangen zu weinen. Nein, ja, genau, ist so. Aber für eine Stunde ermöglicht ihr euch mal durchzuatmen. Lächel doch mal, Mädchen, lächel doch mal. Ja, Bibi, hä? Habe ich auch schon wieder die Woche so viele Trump mit seiner Tochter Fotos gesehen. Ja, Epstein, ich auch. Alter. Ey, wie viele Fotos es gibt, das kannte ich noch gar nicht, dass Trump mit seinen beiden Kindern vor Epstein steht, so ein Foto. Also Epstein hatte schon hier Wasser im Mund und dachte, oh. Das war nicht seine Kinder. 12 werden, das war nicht seine Kinder in dem Moment, das war Währung. Und dann noch, unter diesem Foto war nämlich ein Video verlinkt, wie die Tochter, wie heißt sie, Ivanka, ihre Penthouse-Kindheitszimmer zeigt. Erstmal finde ich das irgendwie ganz komisch, wenn man als Kind ein Kinderzimmer in so einem Wolkenkratzer hat. Vom Gefühl her irgendwie ganz merkwürdig. Aber egal, und sie zeigt so die Wohnung und dann kommt es zum Bett und auf einmal siehst du, wie ihre ganze Art sich verändert. Mhm. Ihr Gesicht ihr so entgleist. Ja, also die ganze Zeit, ja, hier sind meine Magic-Karten und hier ist mein Skateboard, super geil. Und das hat sie gesagt, ja? Ja, natürlich nicht. Und das hier ist mein Bett. Ja, und da hat man natürlich einen schönen Ausblick, wenn man hier so rausschaut. So, und das ist halt echt, da kann man jetzt natürlich rein interpretieren, aber boah, es ist schon unangenehm, die Vorstellung, dass da irgendwie Dinge passiert sind. Dass ich mit Trump schlafen musste, Alter. Oh. Ja, dann lieber mit Till in die Sackbox. Kann sein. Ich glaube, er ist netter als Trump, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kann das auch nicht ist ein eigentlich bestätigter Child Rapist Fällen, 34 Fälle. Es ist unfassbar, dass der Präsident wird, höchstwahrscheinlich. Also ich sage es, Prognose jetzt, ne? Es kann sich noch viel ändern. Kann ja jede Woche eine Prognose machen. 90% Trump aktuell, mindestens. Ich sag nicht Trump. Ich habe Hoffnung. Dein Optimismus wünsche ich mir. Ich habe gestern Death Note gesehen übrigens. Oha. Also nicht den Original, sondern den amerikanischen Film. Oh, Tino, du musst doch die Serie gucken. Habe ich doch gesehen. Also ich habe erst die drei. Ich habe vor Jahren schon die japanischen Filme gesehen. Filme? Ja, es kann man. Du musst die Serie gucken, Tino. Den Anime meinst du? Ja. Den habe ich angefangen vor ein paar Jahren. Oh, ich habe den geschaut. Tino. 34 Folgen, das schaut sich doch so schnell weg. Machen wir auch noch. Jedenfalls dachte ich, habe ich erst die Filme, die japanischen gesehen, die fand ich richtig gut. Und dann kam ja dieser amerikanische Teil raus. Das ist ein Desaster. Haben viele gesagt. Ich habe mir angeguckt gestern, oder wir haben angeguckt gestern, Mio und ich. Und ich fand es nicht schlecht. Weißt du, das ist die gleiche Mentalität, die dir erlaubt zu sagen, dass es Trump nicht wird. Ja. Dieses Weltbild. Naja, also ich habe viele Kritikpunkte gesehen. Es wird sehr schnell erzählt. Es wirkt recht konstruiert in vielen Teilen. Und ich fand den Hauptdarsteller nicht gut. Also er hat nicht gut gespielt. Er sah gut aus. Ich finde, er hat gut gepasst zu der Rolle. Hm. Aber sein Acting war halt richtig mies. Aber an sich hat der Film mich unterhalten. Und ich fand es trotzdem spannend, weil ich wissen wollte, wie sie das umsetzen. Weil ich ja wusste, dass sie von der Vorlage abweichen. Hm. Und ich fand die Abweichungen an sich nicht so schlecht. Hm. Oh ja, Al ist ein Schwarzer. Das wirst du wieder kritisiert haben wahrscheinlich. Bestimmt, ich habe gesagt, der muss aufs Baumwollfeld. Genau das waren meine Worte. Nee, aber das ist ja auch wieder so ein Ding, ne, wo ich dachte, das juckt doch keinen. Also ich kenne ja Al auch als so blasse Figur, ne, irgendwie japanisch. Und dann siehst du halt, dass der schwarz ist. Da denke ich mir so als Zuschauer, ja, what the fuck, ist doch egal. So, ich fand ihn übrigens so emotional, den amerikanischen Al. Weil Al ist ja in den Filmen, die ich kenne, auch in dem Anime, ja relativ kühl, zeigt nicht viele Emotionen. Und da war er halt einfach ein normaler Mensch. Das hat mir nicht gefallen. Er müsste eigentlich viel... Das sind halt die Gene von dem Schwarzen.
Nee, ich glaube, es war einfach eine schlechte Acting-Entscheidung, eine schlechte Regieführung, ihn zu vermenschlichen für Hollywood halt, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen aber, glaube ich, langsam zum Schluss kommen, weil das du hast ja wirklich dann Termin. Und ich würde ja, in der Woche eine Zahl von Zahl geben, auf jeden Fall. Eine Zahl von Zahl, Kraftzahl. Ja, Kraftzahl, Zahl, Zahl, Zahl. Ich fand es nicht so heftig, ehrlich gesagt. Ich finde halt, der Beinverfall... Ja, Krankenhäuser werden jede Woche, also ist scheißegal. Ja, der Beinverfall ist halt irgendwie... Der zieht sich hin, ne? Also dieses Mois-Ding ist schon groß, aber für mich reicht's auch nicht mehr als eine 6 von 10. Ja, ja. Man muss eben sagen, der Krieg ist halt immer eigentlich eine 10 wert, ne? Ist immer scheiße, aber irgendwie passiert nicht viel in den Medien gerade, was den Krieg angeht. Man hat sich, hat sich dran gewöhnt so ein bisschen. Wir wollen doch jetzt mal wieder, lasst euch noch was Neues einfallen, ja? Ja. Macht doch, geht doch mal jetzt irgendwie, wenn Putin als Fußsoldat plötzlich in die Schlacht zieht, da bin ich aber völlig an Bord. Ja, dann mal aus mehrerlei Gründen. Mal in den Frieden ziehen. Das wäre jetzt mal meine Prognose. In die Frontlines des Friedens. Ja. Schön. Werde ich ja schon mal gucken, was ich für einen Song in die Playlist reinpacken möchte. Ich habe mir gar keinen rausgesucht heute. Hast du schon einen? Nee, aber ich finde ja gerne einen. Mir ist aufgefallen, ich dachte ja immer, dass ich noch nie einen Song von Kanye West so richtig mochte oder gehört habe, so aktiv. Power, sag's. Und jetzt habe ich halt in meiner Lieblingssongs, habe ich mal wieder Shuffle gemacht. Ich habe Spotify seit 2012 oder so, schon ewig her. Dann habe ich den ersten Song reingetan. Der erste Song übrigens war von Studio Rocco Schamoni, Mauern. Ja. Und den habe ich reingepackt, kann man gar nicht sehen leider, schade, 2012 oder so. Jedenfalls habe ich seitdem immer Musik gesammelt, habe dann einen Song von Kanye West, ich habe den gehört beim Aufwaschmachen, auch geil, wer singt denn den Song eigentlich? Und sehe dann Kanye West, dachte, ja, fuck. So ein geiler Judenfeind. Und habe den rausgenommen, den Song. Guck mal nach Million Billion Milk and Honey, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da gibt, aber das wäre auf jeden Fall mal geil. Was, Million, Billion? Million, Billion und dann Milk and Honey. Ich schreibe mal noch Milk dazu, wahrscheinlich gibt es nichts einfach. Nee. Das ist einfach irgendwie so ein übelster Underground-Song. Der wird halt auch nie vom Content-ID erkannt. Sehr schade, dann müsst ihr ihn euch so anhören. Das ist mein Stream-Outro-Song unter anderem. Naja, egal. Ansonsten, ich mache einfach jetzt mal meinen allerersten Spotify-Song drauf. Komm, von Rocco Schamoni, Mauern. Der hat mich damals mitten in die Partei reingezogen, der Song, und ist einfach gut. Na gut. Rocco Schamoni, ein Hamburger Original. Schön. Dann würde ich sagen, ich suche mir einen anderen Song aus. Jesus is my friend von Sunseed. Gibt's den? Das ist auch ein Banger. Jesus is my is a friend of mine von Sunseed, ja. Ja, oh, den liebe ich. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Geil, na ja, dann. Gut. Den mach ich mir auch Jesus, in meine Lieblingssongs rein jetzt. Weil Jesus bald Staatsreligion per Zwang wird in Amerika, dieses Lied. Bitteschön. Auf Wiedersehen, Leute. Wascht euch. Tino muss los. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wascht euch.